Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Payday 2 für die Nintendo Switch. Was habe ich mir ausgedacht heute? Und zwar spielen wir heute, oder jetzt, spielen wir mal online. Gucken wir mal, ob wir ein cooles Team zusammenbekommen. Dann geht's los. Ja, online mal spielen. Gucken wir mal, was wir Missionen hier machen können. Ist ein Versuch. Ob sie sie schaffen, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja. Schauen wir mal. Also. Vlad, weiße Weihnacht. 40.000, haben die nicht so viel? Das egal, das nehmen wir mal. Da steigen wir ein. Bin hier mal gespannt. Das klappt. Oh, es geht los. Gut. Vielleicht schafft Nintendo es ja auch irgendwann mal einen schönen Chat-Host bzw. einen Chat-Server aufzubauen, den man nicht über das Handy benutzen muss, sondern der direkt hierüber funktioniert. Das wäre natürlich ideal. Allerdings würde es mich auch nicht weiter stören. Ich könnte hier über Skype oder über Teamspeak oder Discord machen. Aber cooler wäre natürlich, wenn es direkt über die Switch laufen würde. So, John Wick ist dabei, Joy ist dabei, Jacket ist dabei und ein Spieler wird verfolgbar. Ich bin verfügbar. Bin bereit. Okay, los geht's. Okay, meine Waffen sind dicke Wummen. Wo ist denn der Typ? Okay. Oh. Das hakt. Oh, in den Beinen hier bin ich gleich total tot. Oh, das sieht ganz gut aus. Kann ich direkt zu den Waffen wechseln hier? Ja. Okay, suchen wir mal. Ja, ausgeschaltet. Okay. Ja, was? Ob Geld oder Entkommen? Wer soll mal los? Sniper da hinten. Sniper ist weg, Leute. Ist noch nicht. Keine Waffe mehr. Oh. Kein Problem, ich leg mir einfach mal schnell ein First Aid Kit hin. Und werde es gleich benutzen.
Ich habe überhaupt keine Munition mehr, das ist eine Scheiße. Hat jemand ein Maschinengewehr genommen? Naja, egal. Gar nicht. Sind meine Leute. Okay. Ich kenne die Mission leider nicht. Und bin jetzt irgendwie voll falsch hier überall, wahrscheinlich. Keine Ahnung, wo die Leute hingelaufen sind. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Öffne den Bodengitter und steig in den Gulli. Okay, aber wo ist denn der Bodengitter? Ach da, okay. Yes, Alter, ich bin total der Noob hier. Die hier unten rumlaufen, aber ich weiß nicht, wo dieses blöde Gitter ist. Keine Ahnung. Ich kann nicht mal das Ding auf den Boden setzen, das ist beschissen. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich selber heilen kann ich mich auch nicht. Und Munition habe ich auch keine mehr. Na gut. Das befreit mich jetzt jemand? Das war natürlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube nicht. Okay, das war richtig schlecht. Naja, immerhin habe ich die meisten außer Gefecht gesetzt. Platz 1 gelandet. Außer Gefecht, okay. Ja, war ja ganz witzig. Aber ist gar nicht so schwer, ne? Gar nicht so leicht gewesen. Also das Problem ist, ich glaube, ich, weil ich das auch noch nicht kannte. Ich kannte die Map natürlich noch nicht. Und war da natürlich, schlecht. Sagen wir mal so.
Tja. Ich glaube, wir machen einfach nochmal eine Mission. Gucken, ob ich da vielleicht irgendwie mehr was reißen kann. Man weiß es nicht. So. Oh, ein Profil an. Ich würde lieber die Waffen wechseln, das war ja total bescheuert, die zu nehmen. Wenn wir ganz normale Waffe, dann können wir immer die gleichen wie die anderen haben. Obwohl, ich könnte auch eine andere Waffe kaufen noch. Wenn ich noch irgendwas, was cooler ist. Ne, warte mal. Gibt es hier nicht Modifikationen für? Doch, da. Guck mal hier. Schaden ist weniger denn? Ist der Schaden mehr? Kann ich es kaufen? Möchtest du möglicherweise was? Klar mache ich. So, was haben wir noch da? Boost. Okay, gibt's nicht. Abzug. Ja. Gadget. Bringt uns das? Gar nichts. So, wieder zurück. Mein Profil kann, glaube ich, nicht gerne werden. Okay, will ich auch gar nicht. Ob ich noch mal kurz das mit der Waffe machen kann. Nee, ich soll. Okay, geht weiter. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine fette Waffe. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist eine fette Waffe, die gleich war wie vorher. Aber ich kann natürlich die Munition einsammeln von den Gegnern. Was für mich natürlich sehr praktisch ist. Ja, die sind ganz cool, die Waffen. Die haben natürlich ordentlich Schuss gehabt. Also ein, zwei Schüsse und die Leute waren tot. Ich habe nur nicht genug Munition und man findet kaum Munition dafür. Deswegen macht es nicht so viel Sinn. Vielleicht als Zweitwaffe, mal schauen. So, was ist das hier? Juwelier, gestohlen Schmuck lässt sich in der Stadt leicht einem Mann bringen. Die Diplomaten und Vorzeigefrauen kaufen das Zeug ohne Fragen zu stellen. Das ist ein Kinderspiel, also los. Okay. Bereit. Bin mal gespannt. John Wick hat eine Schrotflinte, na okay. Oh, das ist schwer, das Level. Puh. Bin ich mal gespannt. Bitte warten, er tritt im Spiel bei, okay. Na gut. Passiert jetzt gerade nicht so viel. Quatsch, dann muss er echt nachladen. Kann er nicht einfach so reinkommen? Dann muss das Spiel pausiert werden. Spiel und sicher den Schmuck. Nix. Stay down!
Don't move! Bringt aber nicht viel, oder? Der Schmuck. Wir wollten jetzt die Tasche herbekommen. Spiel und sie gibt den Schmuck. Wir haben ja noch gar keinen Schmuck gestohlen. Also. Oder check ich das nicht? Boah, bricht jemand den Tresor auf? Munition einsammeln hier. Ah, ich wurde durch den Taser betäubt. Wie fies ist das denn? Okay. Ich treffe auch nichts mehr. Okay, warte mal. Wo ist denn mein... Verschissen. Mist, ey, das ist doch echt dumm. Schön, dass ich so wenig rede, aber irgendwie ist es gerade auch so ein bisschen blöd. Weil ich echt nicht weiß, wir haben noch keine einzige Tasche und ich habe keine Ahnung, was hier gemacht werden soll. Total hirnisch gelöst. Spielt und sichert den Schmuck. Wir haben den Schmuck doch auch. Was wollen wir mit dem Schmuck machen, frage ich mich. Zivilisten.
Okay, so, also muss einfach nur Schmuck stuhlen und da reinbringen. Ist noch nicht so schwer, ne? Leute, das kennt ihr auch. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Wir haben auch genug Schmuck geklaut. Ah, guck mal, jetzt fangen die Leute auch an hier. Wenn die mehr klauen, habe ich schon genug. Was muss ich sagen? Na toll, noch jemand, der gefangen genommen wurde. Ah. Ist denn auf mich? Ja. Okay. Ah, hier rein. Mann, ich habe kaum Munition hier. Oh! Ja, ich habe ja ein bisschen Schmuck. Noch mehr Schmuck. Ah, ich hab zu wenig Geld eingesammelt. Ärgerlich. Mann, treff ihn nicht mal. Ich brauche wirklich ein bisschen. Das ist ärgerlich. Kann ich irgendwo die Geisel freilassen? Noch nicht, ne? Mist. Wo kriegt ihr noch ein paar Geiseln her, damit ich meine Leute befreien kann? Ah, das ist cool. Ich sehe gerade nichts. Nicht weiter schlimm.
Also irgendwie fehlt uns ein bisschen hier der Schmuck. Ah, guck mal, da hat noch jemand Body gesichert. Sehr gut. Ich bin gleich tot. Oh, ja. Nicht so einfach. Boah, fetter Bugs. Wurde getasert. Boah, das ist ja beschissen. Ich kann mich nicht mehr bewegen hier. So, Kacke. Das ist ja Kacke. Hier wird aufgeholfen. Oh ja, cool. Hält mir, dass ich wieder richtig losballern kann. Wieso kann ich dir nicht helfen? Ich kann dir nicht helfen. Das gibt's doch gar nicht. Wieso kann ich dir nicht helfen? Na, das war's. Ich glaube, die Mission haben wir nicht geschafft. Na gut. Juwelier ist gescheitert, aber es war eine lustige Erfahrung. Ja. Ärgerlich. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, einfach mal zuzugucken, wie so eine Online-Mission funktioniert. Auch wenn sie jetzt nicht funktionierte. Ich hoffe, ihr seid morgen dabei beim Livestream. Und beziehungsweise morgen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Livestream dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.